Macht euch auf was gefasst. Hallo, liebe Soko-Fans, herzlich willkommen zum vierten Eintrag. Als nächstes will ich euch mal den Hubert Eckert vorstellen. Das ist der Spezialist, der für die wichtigsten drei Dinge verantwortlich ist, nämlich für das Drehbuch, für das Drehbuch, für das Drehbuch. Jubiläumsfolge, da steckt wahrscheinlich dann der Gedanke dahinter, dass man hier also unser Ermittlerteam in den Fokus stellt. Es wird einer aus dem Team entführt. Er steht natürlich dann im Mittelpunkt und das Team drumherum, die versuchen ihn rauszuhauen. Die Jubiläumsfolge hat natürlich die Besonderheit, man hat ein bisschen Freiheiten. Also man kann gut Deutsch ein bisschen auf die Kacke hauen. Das haben wir auch ausgenutzt. Ja. Also Entführer und Opfer sind unterwegs, im Auto unterwegs. Da kamen natürlich dann so Recherchen rein. Was macht die Polizei in so einem Fall? Großfahndung, Hubschraubereinsatz, Straßensperren und so weiter. Actiondruck, Zeitdruck. Wem das nicht Spaß macht, der ist falsch in dem Job, glaube ich. Ich freue mich drauf, wirklich. Das ist ja dann genau, ja. Genau. Servus, liebe Soko-Gemeinde. Ich bin total vorverkrampft, weil demnächst taucht hier nämlich unser Polizeihubschrauber auf. Irgendwann die Woche werden tatsächlich hier noch ausufernde Dreharbeiten stattfinden zum Showdown der Folge 200. Was wir an dem Tag nicht drehen können, den drehen wir eben heute. Die Polizeiflugstaffel hat uns netterweise tatsächlich einen ihrer Spitzenhelis zur Verfügung gestellt. Aufregung! Soko-Fans, heute ist mein erster Drehtag hier und wir haben gleich eine der großen Schlüsselszenen zu drehen. Wir haben die 200. Jubiläumsfolge und macht euch auf was gefasst. Mit der jetzt vorbeikommt. So und mach. Ah, jetzt kommt es. Eine komplette Probe mit Kram. Ich verrate euch jetzt mein Geheimnis. Joe wird als Geisel genommen und zwar in seinem eigenen Porsche. Ja. Und wir drehen bitte Ruhe. Da unten stehen schon die Autos, gleich kommen die Schauspieler und dann drehen wir die Beendigung der Geiselnahme sozusagen, den Showdown. Ihr seid jetzt im zweiten Bund. Ding, ding, ding. Einmal hier von Straßen. Peter, hört das? Wir bestehen aus ehemaligen SEK-Lern, aktiven SEK-Lern, aber insgesamt sind wir alles Polizisten. Und bitte? Danke, aus, sehr gut. Wir sehen uns am Freitag nächste Woche wieder.